Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von World of Tanks. Wir suchen eine Runde mit unserem Matilda, weil den Fickers haben wir ja verkauft. Und wir haben Himmelsdorf, Quatsch, Bullshit, Windsturm. Ich würde nur nochmal erwähnen, Himmelsdorf, seitdem wir irgendwie die neue Aufnahmesession haben, kommt kein Himmelsdorf mehr. Ob es daran liegt, dass ich aber nur Pech habe, oder dass wir jetzt Tier 4 haben, man weiß es nicht. Aber wir haben voll Glück, da wir mich da diesen Baum hier machen, mit Matilda und so, sind wir schon wieder auf Platz 3. Es gibt sogar Rang 2er als Typ mir und 3er und... finde ich geil. Wir fahren, aber... ich habe schon wieder vergessen, Module nachzugucken. So ein Dreckebau. Das machen wir gleich zusammen. Legen wir los! Wir gehen da über die Brücke. Show! Fühlt sich jetzt cool. Kann ich auch. Aha, aha, aha. Ja komm, du lahme Krücke, du. Beweg mal deine scheiß Ketten mal ein bisschen vorwärts hier. Na komm. Na komm. Guck mal, sogar der Steward überholt uns hier. Was ist das denn hier für eine Peinlichkeit? Na toll. Mein Panzer ist wie scheiße. Noch. Noch sind wir ohne Module. Also neue Module. Wir sind noch voll auf dem Tier 3 Fickersen. T28. M37 ist da auch noch. Und ein T46. Will ich auch mal sagen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungsfrage. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Ha, der ging voll durch ihre Panzerung. Na komm. Tippfahrzeug zerstört. Yay. War schon wieder zu viele. Der T28 war scheiße von denen. Das muss man dir mal sagen. Der war echt mies. Weißt du was? Ich glaube, wir nehmen jetzt mal die Maus. Ich hab voll Bock, mal wieder mit 10er zu fahren. Also komm, hopp hopp, ja komm. Die Jagdpanzer werden voll oft genommen. Ich sage, Jagdpanzer sind einfach richtig irgendwie, seitdem die so extrem übermächtig geworden sind, nicht mehr so ganz so toll. Alter. Ja, doch. Hey, die gibt da eine Maus, was ist das denn? Und mit dem werde ich verglichen, was ist das denn? Nö, das finde ich mal gemein. 113, bist du entweder hier die Telefonnummer für den... Mann, jetzt fällt mir kein Spruch ein. Jetzt will ich gerade einen Witz machen, jetzt fällt mir keiner ein. Richtig scheiße. Die Bilder der Zähnepanzer sind einfach so richtig geil, ne? Wie das einfach so aussieht, weißt du, alle hier. Wir haben einfach die monstermäßig dicken Dinger. Habe ich zwar auch, aber in der Hose, nicht hier, weißt du? Komm, Gefecht beginnt in einer Sekunde. Auf geht's! Auf geht's! Wir fahren am besten in die Stadt, weil wir sonst sowieso tot sind, weil wir Maus fahren. Wir sind eine Maus und machen keinen Schaden. Wir sind eine Maus. Aber wobei, wir haben eigentlich einen Schaden. Wir machen zwar keinen Schaden, wir haben Schaden, aber wir halten viel aus. Und wir sind lahmarschig und sau. Ich finde es irgendwie ein bisschen lustig, dass Maus der Name des schwersten Panzers ist. Folge von dem gibt es echt zwei Ausführungen im echten Leben. Eine mit und eine ohne Turm.
Und das wurde später als Schienenfahrzeug benutzt, weil der einfach zu schwer war. Weil es trotzdem wirklich niemals im Krieg eingesetzt wurde. Rechts vor links, Kollege, aber ist immer egal. Da kommt wahrscheinlich ein Jagdpanzer, also. Da ist der Conqueror, der fast kaputt ist. Da ist der E100. Da ist schon wieder eine 10er weg. Hier ist 7 da. Ist weg. Das ist der Bad-Shit. Da ist die Maus. Ich wusste immer, ist hier ein Jagdpanzer oder Maus. Problem ist nur, die Maus ist dumm. Wirkungstreffer! Die ist richtig dumm. Die ist zwar ein monstermäßiges Panzerstück, ja, aber die kann auch nicht so gegen so viele Zähne alleine vorfahren, ist die behindert. Ja, die ist... Es ist kein Wunder, dass sie nicht weniger drauf geht. Oh, jetzt habe ich einen hohen Ping, das ist nicht gut, nicht gut, nein. Wir haben sie nicht mal angekratzt! Schieß! Gutes Büschlein. Ja komm, fahr nicht mal vor und zurück, mit der Maus kannst du es vergessen. Die ist dafür zu langsam. Alter, was ein Nachbar, was hast denn du bitte schön? Irgendwie nämlich nur Panzer, die irgendwie so ein lautes Knallgeräusch haben. Aber ich möchte mir einen Panzer haben, der so ein richtiges dickes Bassgeräusch hat. Deswegen spiele ich es auf den R100. Weil ich will A, alle Deutschen haben und B, ist der Sound nicht. LOL, der hat einen Schaden gekriegt, das geht durch die Glocke. Geil. Jetzt verpisst du dich, ne? Kette repariert. Weiter geht's. Nicht gut. Aber deren Maus, hab ich ja gesagt, ist dumm, die ist tot. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ach, da prall ich ab. Seine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Der hat mich nicht mehr getroffen. Was ein perverser Sound, ganz im Ernst. Was ein perverser Sound. Erwischt! So. Die ES7 ist schon mal weg. Die Maus auch, Bad-Shit auch, Petten auch. Geil! Also, jetzt haben wir noch ein Bad-Shit und... Oh, fuck, der geht's nicht ganz gut, wa? Dumme ist nur, ich hab grad irgendwie so einen hohen Ping. Das ist einfach so abgefahren, der Sound. Das ist richtig bombastisch, richtig geil. Pervers. Unsere 10er-Gefechte sind schon ziemlich fett, die ganzen Explosionsgeräuschen. Das Dumme ist nur, jetzt gerade mit unserem Team auseinandergelegt. Mein Gott, Gold eilt jetzt, mein Gott, scheiß doch drauf, jeder kann sich Munition kaufen. Boah. Korrekt. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! So.
Bei der C54. Litmus Batchet. T92 kann ich eh vergessen mit meinem langsamen, schweren Panzer. Also muss ich quasi zurückfahren. T450 und Batchet. Beide könnten mich theoretischerweise auf ein, zwei Schüssen töten. T92 ist tot. Sehr gut. Ja. Ich will aber ungern zum Batchet fahren. Weil der macht mich halt weg. Und das mit Leichtigkeit. Aber guck mal, unsere Batchet Arti ist klug, die fährt gerade zur gegnerischen Basis. Sehr schön. Problem jetzt habe ich nur, wo fährt der Batchet lang? Also der von Gegner. Warum heißen die alle Batchet? Oh. Ja, okay, also der T54 ist tot. Das hat man, glaube ich, auf der ganzen Map gehört. Jetzt oben fehlen mich. Hier, das ist mein Lieblingspanzer vom Aussehen her. Ich finde, das sieht so geil aus. Na, wo ist er denn? Scheiße. Ich will jetzt nicht sterben. Wenn ich sterbe, muss ich alle Module und alle Personen auch bezahlen. Boah, 25 Leben noch, ey. Krasser Scheiß. Wo ist denn durchgekommen überhaupt? Oh. Also die schießen alle dahin? Ja, ist interessant. Damals war wenigstens noch die Freude, dass keiner die Schwachstellen kannte. Jetzt schießen alle da rein. Ist da jemand? Hallo? Was? Wie fährt der da? Ja, aber wir haben schon gewonnen. Also... Wie gesagt, er ein Noob-Team, weil er der Einzige ist, der sich nicht getraut hat, mit uns richtig zu kämpfen, sondern sich hier hinten verpisst hat. Ja, wobei er hat auch schon 7 Kills gemacht, also was soll's. Na egal. Maus gewonnen. Sehr schön. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.